war verdammt knapp. Ich wüsste nur zu gern, wem wir die Unterstützung zu verdanken haben. Alter Schwede, das Labor eines Wahnsinnigen. Oder die Werkstatt eines Genies. Mach das mal besser aus. Aber warum denn? Mögen Sie keinen Kaffee? Sie sind... genau in der richtigen Stimmung für ein Tässchen. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen, Nikolai? Eine Organisation namens FIES bot mir ein Forschungsprojekt an. Ich sollte eine Maschine konstruieren, die Tore zwischen den Welten öffnet, wann und wo immer man will. Schließlich gelang es mir. Und Jarvis Babbitt und ich feierten bis tief in die Nacht. Und er verriet mir seine Pläne. Er wollte diese Welt erobern. Er wollte sie für sich und die Seas ganz allein. Mit all ihren Bodenschätzen, Arbeitskräften, Kulturen und Wundern. Die Reichtümer dieser Dimension würden ihnen in unserer Heimatwelt mehr Macht und Einfluss verschaffen. Und die Errungenschaften unserer Zivilisation würden ihnen die Herrschaft über diese Welt sichern. In meiner Wut vernichtete ich meine Unterlagen und zerstörte die Maschine. Dafür schickten mich die Seas in die Verbannung. Haben Sie denn nie versucht, die Maschine noch einmal zu bauen? Natürlich habe ich das. Das Einzige, was ihr fehlt, ist Strom. Aber hier gibt es nicht einmal Blitze. Kommst du nicht mit uns, Nikolai? Du hilfst uns dabei, die Wüste zu bewässern, und wir bringen dich nach Hause. Na schön. Einverstanden. Aber es wird nicht einfach. Die Wüstenreiter stauen den Fluss oben am Tempel, und der ist gut befestigt. Ich habe gerade noch genug für meinen Kaffee. Ach, kein Thema, Meister. Darum kümmern wir uns als nächstes.